Oh, der ist schon oben an der Oberfläche. Real Fishing. Es ist Tag 2. Wir sind jetzt schon um 7.30 Uhr draußen auf dem Wasser. Wären sogar noch ein bisschen früher rausgekommen, aber wir mussten natürlich noch unsere ganzen Sachen zusammenpacken. Es wird geschleppt, vielleicht werden wir. Wir haben noch zwei Köderfische übrig von gestern Abend, ein bisschen vertikal noch angeln. Auf unserer, meiner rechten Seite, eurer linken Seite sind die beiden von gestern, die die Bisse gebracht haben, der Probold und der Madshad. Und auf der anderen Seite werden wir wieder ein bisschen variieren. Geil, 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 geil. Also ich spüre noch gar nichts Fischiges, aber was soll es sonst sein? So, es kann auch sein, dass da einfach nichts mitkommt, gell? Dann ist es halt so. Ja, lieber so als dann wie am Wallersee. Ja, wobei, ja, ist einer dran. Geil. Ich habe aber keinen großen. So. Ah, Leute sind hier Opfer. Ist der jetzt gerade da abgegangen? Nee, aber... Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir trotzdem einen Biss hatten. Ja, also sind nur ganz kleine Bissspuren hier hinten drin, aber war tatsächlich ein Biss, Fehlbiss. Auf den tieflaufenden, ja, wieder einen blauen, hinter dem ASO-Schleppblei. War ganz komisch, also ich habe im Drill schon selber nichts mehr gespürt. Also der Köder war praktisch so irgendwie ins Vorfach eingewickelt. Das kann eigentlich nur passieren, wenn er von hinten praktisch so angestoßen wird, weil sonst im Schleppen verheddert er sich ja nicht. Passiert, lassen wir den wieder raus. Und vielleicht kommt jetzt noch einer. Ich meine, scheint jetzt Beißzeit zu sein. Und immerhin schon mal ein Fehlbiss ist besser als gar kein Biss. Wir schleppen jetzt seit 3 Stunden. Vor 2,5 Stunden hatten wir den Biss, den ihr gesehen habt. Leider seitdem nichts mehr passiert. Wir sind jetzt hier in der Südseite des Sees und es ist alles voll mit Renkenangler. Also hier stehen sicherlich 15 Renkenanglerboote auf dem See. Fangen jetzt aber auch nicht zu krass, deswegen werden wir uns mal weiter dem Hecht widmen. Allerdings ist das Echolot hier wirklich also vollgeladen mit Köderfischen. Mit Köderfischschwärmen, sage ich mal. Vielleicht werden wir hier dann gleich auch noch mal werfen. Da haben wir einen dran, auf den Madshad. Lange hat es gedauert. Und hier an unserer Lieblings... Oh, der ist schon oben an der Oberfläche. Das wird kein großer sein, Freunde. Aber ein Fisch ist ein Fisch. Wir gehen einfach hin. Genau. Ja, ja. Oh, der hat den aber... Wow. Sauber. Da haben wir den Hecht, endlich! Lange hat es gedauert, Mann! Auf den Madshad Kasteik! Brutalen Drill gegeben, wie jeder Hecht. Richtig, kaum einen. War direkt an der Oberfläche, aber vielleicht hat er 70. Schauen wir mal, holen wir ihn gleich mal rein. Ja. So, da haben wir ihn also. Ich denke 70 cm, messen tun wir ihn gleich nochmal genau. Richtig schöner Hecht. Kampf war ganz okay. Natürlich nichts Weltbewegendes, wieder auf den Madshad. Schönes Gerät, freut mich. Hat endlich bei mir auch einer gebissen. So, da ist es wieder passiert. Der Madshad von Kasteik hat wieder zugeschlagen. Nachdem wir gestern schon Fehlbiss drauf hatten, haben wir ihn eben jetzt durchgeschleppt.
Und ja, jetzt hat nicht nur der Poex gefangen, sondern der Matchet auch. Also absolut Farbe lila, blau, sowas in die Himmelsrichtung. Geht hier richtig gut. Jetzt ist Melvin dran. Wir haben es, glaube ich, gerade mal 11:30 oder so. Also der Tag steht noch voll bevor. Wie nach jedem Hecht müssen wir natürlich das Vorfach kontrollieren. Und der hatte den ziemlich quer drin und im Kescher dann auch nochmal richtig ins Maul bekommen. Das heißt, die vordersten 10 cm sind richtig angeraut. Das heißt, da werde ich jetzt abschneiden, werde neu dran, Klemmhülsen. Und da das Vorfach eh relativ lang ist, dass wir von Haus aus drauf haben, also irgendwie 50 cm, sind 10 cm wegschneiden auch kein Problem. Und dann sind wir für den nächsten, auch wenn es ein größerer ist, dann safe. Ja, nach diesem schönen Hecht haben wir natürlich direkt weitergeschleppt. Es war auch gerade voll Beißzeit, denn keine 15 Minuten später hatten wir wieder einen Biss. Leider hatten wir die Bremse zu fest eingestellt und als ich die Angeln an Melvin übergeben hat, konnte sich der Hecht freischütteln. Der Biss hat sich nicht ganz so schlecht angefühlt, aber manchmal erwischt man sie halt einfach nicht. In diesem Fall war es einfach unser Fehler, wir hätten die Bremse lockerer einstellen müssen. Ja, nach diesem Fehlbiss wurde der Wind leider immer stärker und er wurde gegen 2 Uhr so stark, dass wir erstmal ans Ufer gefahren sind, weil wir keine Strecke mehr machen konnten und wollten ein bisschen abwarten, wie sich der Wind entwickelt. Leider wurde es bis um 3 immer noch nicht besser und da wir an dem Tag noch 2,5 Stunden zurück nach München fahren mussten, haben wir uns dann entschlossen zurückzufahren. Da wir uns gedacht haben, dass wir jetzt mit dem Wind die Geschwindigkeit zum Schleppen aufrechterhalten müssten, haben wir die Schleppangeln raus und das war leider ein fataler Fehler. Wir haben es leider nicht auf Kamera den Moment, aber uns ist ein Segler in den äußersten Zeitplaner reingefahren, hat sogar die Angel ins Wasser mitgezogen und wir hatten ein Riesenglück, dass sich die Angel selber die Angelschnur in dem inneren Zeitplaner verheddert hat. Und leider wurde der Zeitplaner sowie der blau-weiße Poex abgeschnitten und da der Wind so stark war, konnten wir den auch nicht wiederfinden. Naja, die Angel konnten wir wie gesagt zum Glück noch aus dem See rausfischen, nachdem sie sich in der anderen Schnur verheddert hatten. Das wäre natürlich dann richtig bitter geworden und so sind wir dann reingefahren. So, ein kurzer Zeitsprung, den ihr jetzt natürlich innerhalb von so gesehen habt. Bei uns liegt jetzt eine gute halbe Stunde, dreiviertel Stunde zwischen vom Boot runter und ins Auto. Das hat auch gute Gründe. Leider keine positiven Gründe. Der Wind wurde nämlich sehr, 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 sehr stark. Also so stark habe ich es, glaube ich, noch nie erlebt auf dem Wasser. Wir hatten sehr, sehr Probleme. Wir waren nahezu unmanövrierungsfähig die Hälfte der Zeit. Ich gebe zu, es war vielleicht auch ein bisschen doof, dass wir unter den Bedingungen noch geschleppt haben. Es hat eh eigentlich nichts mehr gebracht. Und ist ein bisschen schade, weil ich denke, dass heute auf jeden Fall noch was gegangen wäre. Ich meine, wir hatten heute 3 Bisse. Im Wochenende jetzt insgesamt 6 Bisse, davon 2,5 Fische gefangen, sage ich mal. Ist auch ganz okay die Quote. Ich denke, den letzten Biss heute hätten wir noch verwerten können. Ja, aber ich sage mal 6 Bisse an einem Wochenende, das hatten wir noch nie so. Einen Wels gefangen, einen Hecht gefangen, das passt. Den einen kurz vom Boot verloren. Haben natürlich auch ein Wochenende investiert. Letzt leider auch noch ein bisschen mehr investiert als nur das Wochenende. Aber ja, super See. Werden wir auf jeden Fall wieder herkommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es. Sorry, dass das Ende jetzt so abrupt wurde, aber mit dem Wind haben wir jetzt wirklich nur noch geguckt, dass wir reinkommen. Schreibt ihr mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal Opfer geworden seid von irgendwelchen anderen Wassersportlern, die dann eure Montagen abgebaut haben. Das würde mich mal interessieren oder ob wir da relativ exklusiv mit dem Glück sind. Naja, der See nimmt es und der See gibt es dann aber zum Glück in diesem Fall auch. Ja, wenn ihr noch mehr Angelvideos sehen wollt, dann abonniert uns. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Servus.